So, ein Käffchen später. Der steht ja direkt hier bei mir. Geht's weiter. Seht ihr in der Kamera, dürft ihr mich mittlerweile gar nicht mehr sehen. Meine Kamera hat wahrscheinlich nur noch so ein Bild pro Sekunde oder so, keine Ahnung. Aber hoffentlich ist dafür die, ja, das Ingame gut sichtbar. So, dieses Rumherumlaufen ist übrigens ein ganz geiler Trick, weil wenn die so geschützt sind, dann ist immer nur eine Seite von ihnen geschützt. Das heißt, wenn man es schafft, während sie in dieser Schutzposition sind, einmal um sie drum herum zu gehen, kann man ihr quasi damit mehr Schaden machen, weil sie von hinten dann nämlich nicht geschützt sind. Siehst du? So geht es wesentlich schneller. Der Schwindelgefühle, Alter. Alter, jetzt ist mir schwindelig. Wo sind wir jetzt überhaupt? Da müssen wir hin. Oh Gott, von allen Seiten gleichzeitig. Oh Gott. Komm, alle vier. Naja, fast. Oh, ah, der Sumpf. Klappen die sich gerade oder was? So, hier braucht man den Sumpf-Key, den wir im Sumpfbiom gefunden haben. Ey, wieso kriegst du mich, du Arsch? Ach du Scheiße. So, und hier kriegen wir nämlich jetzt einen Key. Nee, hier ist ein Schalter. Ich dachte, hier bekam ich einen Key. Wo bekomme ich denn den Key her? So, was ist... Achso, ja. Lauf doch mal richtig hier. Oh, ficken. Oh Gott, das Ding hier. Oh, das Tank hat dich gesund. Aua. Alter! Ist immer gut hier! Warum machen die so einen Schaden mit einmal? Auf einmal? Ficken gratis. Nein. Gott, irgendwann haben wir doch einen Key herbekommen. Wo war denn das hier mit dem Key? Ich habe nicht mal die ersten Gegner umgebracht und schon kommen die nächsten hinterher gespawnt. Das hier wird doch gar nicht. So. Hä? Oh Gott, noch mehr von denen. Ah! One Six of the Puzzle hat been solved. Ne? Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hab nur die F7-Taste gedrückt.
Fick. Zum Glück haben wir gerade erst gespeichert. Hä? Ich drück doch die F6-Taste. Was ist denn jetzt los hier? Verifizierung, F6, Quick Save over your... Ja! Ficken! Alter, jetzt krieg ich nicht mehr... Jetzt krieg ich... Warte mal ganz kurz. Erstmal Tastatur auf dich hinschieben. So, okay. Okay, okay. So. Ja! Meine Fresse! Da verrutscht mir einmal die Tastatur und ich treffe keine Tasten mehr. Jetzt bin ich ja wieder hier. Nee, muss ich nicht. Wir müssten hier noch irgendwas machen, ich weiß noch nicht was. Wir gehen mal ans andere Ende. Moment mal, wo geht das hier eigentlich hin? Na, warum nicht so? Wir gehen mal kurz ans andere Ende der Map, also nach ganz unten. Weil hier unten war nämlich eins, wo ich auch nie weiterkam. Hier nämlich, genau. So, hier kam ich nämlich nie weiter, weil hier braucht man nämlich diesen Cave Key, den ich ja wie gesagt nie hatte. Nein. Oh, Alter, ich hätte beinahe schon wieder die F7-Taste gedrückt. Ich muss die mal. Momentchen mal, ne? Man kann sich ja behelfen, So, jetzt ist die F7-Taste nämlich unbelegt. Das ist bescheuert, Alter. So, der führt nach hier wieder hin. Na gut, brauche ich nicht wirklich. Ah! So kommt man in diesen Kackraum rein. Na, schnuggel mal, guck. Damit ihr wisst, wo wir sind. Wir sind hier in der Mitte von der Map. Diesen Raum sieht man von überall fast, aber ich wusste nie, wie ich hier reinkomme. Ja. Na gut. Als ich den Teleporter gesehen habe, hätte es mir eigentlich schon klar sein müssen, dass das hier hinführen muss, weil es der einzige Ort, wohin teleportieren Sinn macht. So, wo geht's jetzt hier lang? Ah! Zu der mysteriösen Tür. Ich liebe es, wenn einfach alles Sinn macht. Ich sollte mal öfters Let's Play machen. Vielleicht machen denn für mich noch manche Sachen mehr Sinn. So. Genau genommen könnten wir uns jetzt auch tatsächlich raus teleportieren lassen aus der Map. Und jetzt dürften wir hier soweit alles haben. So, auf der, in die Richtung haben wir alles. Ich gehe mal kurz in die andere Richtung. Boah, Alter, Mädel. Ja klar, schießt doch gleich mal gleich. Siehst du hier? Von hier aus sieht man diesen Raum. Und hier war ich schon 10.000 Mal vorbeigelaufen. Aber ich wusste nie, wie ich da reinkomme. Und das war halt deprimierend as fuck. Und das war halt mein Problem. Allgemein das Problem bei Hexen. Man sieht immer alles, aber man kommt nicht hin, wenn man nicht weiß, wie. Und genau das ist das, was einem absolut an den Rand des Wahnsinns bringt. Und das ist natürlich zum einen geil, weil man, ja, hat dadurch dieses Dungeon-like, dieses Rätsellösen, wenn man das nicht schafft, kommt man halt nicht weiter. Zum anderen, wenn man es aber nach Jahren nicht schafft, dann ist es halt irgendwann auch extrem ermüdend, weil man denkt so, scheiße, du bist einfach zu dumm zum Kacken. Ja. Was ist... Ah, hier gab's den Key! Ja, lol, ey. Wieso? Ja, lol, ey.
Ja, alle drei. Nice. So habe ich das am liebsten. Geilo Mato. So. Und hier gibt es nämlich jetzt noch eine Scheiße. Weg mit dir. Hier gibt es nämlich jetzt noch Scheiße. Oh nein, nicht auch noch Vögel. Danke, du Hure. So. Den Horn Key. Genau. So. Jetzt haben wir fast alle Schlüssel, die. Gibt es 5 oder gibt es nur 4? Weil da sind 5 Felder unten. Einfach mal die Schnauze halten. Ich versuche gerade nachzudenken. Meines Erachtens nach. Warte mal kurz, wir haben den Horn Key. Den. Keine Ahnung. Wenn wir sehen, ob es noch einen 5. Key gibt. Mir fällt gerade keiner ein. Aber wie gesagt, ich kann auch noch nie sehr weit in dem Hub. Von daher. Von daher kann es daran liegen, dass ich die den 5. Key noch nicht kenne. Haha, noob. Achso, ja, da waren auch noch welche. Na gut. Wo geht's raus? Da geht's raus. Hallo? Wie geht die Tür auf? Ach! Brauchen wir gleich direkt wieder neue Flashkins. Danke dafür, Merkel. Alter, ist ja hier schlimmer als auf der Autobahn. So, da vorne war schon wieder ein Vogel. Jetzt, was mir gerade einfällt, wir könnten eigentlich alle Tasten, also alle 11 Tasten deaktivieren. Open Help brauchen wir nicht. Safe-Menü brauchen wir, wobei, nein, F2 und F3. Ach so, ja, das wäre quasi die Original-Sachen, weil wir machen ja quasi hier immer schnell Save und es gibt aber klassisch die Methode über dieses Save und dieses Load-Menü. So macht man es auch bei Vanilla Hexen und bei Vanilla Doom und bei Vanilla Heretic und so. Ich nutze hier aber natürlich die Quick-Varianten, also über F6 und F9. Die gibt es bei Vanilla, aber glaube auch. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. So, das brauchen wir alles nicht. Quick Game brauchen wir sowieso gar nicht. Das mache ich immer über Alt F4. So, und jetzt ist alles, was irgendwie gefährlich werden kann, raus. Bam. Toggle Message auch raus, weil wir wollen die Message immer haben. Und das brauchen wir. Okay, F11 nehmen wir. Gut. Das ist doch eine ordentliche Konfiguration. Herr Jemine, kann das nicht von Anfang an so sein? So, jetzt können wir nämlich, jetzt müssen wir hier rein. Das, und dann können wir nämlich jetzt in der nächsten Folge dann, ich bin schon wieder halb, dann anfangen, mal die ersten Türen zu öffnen mit den ganzen Keys. Und damit die ersten Rätsel zu lösen. Wir haben mittlerweile schon 3/6 haben wir, glaube ich, schon. Keine Ahnung. Feststelltaste, danke da.